Moin Moin, ihr Lieben, hier ist euer Micha. Mit dabei sind wieder Jan und Mike. Wir fahren hier die Multiplayer-Session-Karriere bei F1 2020. Hey Leute! Ich fahr direkt raus und es ist kein Regen, es ist Kanada und ich liebe Kanada und. Die letzte Strecke, die Jan geliebt hat, die ist da eine Runde gefahren. Ja. Nicht mal. Zwei Kurven. Ja. Ja, Leute, also ich finde Kanada jetzt nicht schlecht oder so, aber ich finde die Strecke trotzdem relativ schwierig. Es war eine schöne Strecke und so, aber ich finde sie trotzdem nicht einfach zu fahren. Gibt ein paar Ecken und Kanten, wo man echt aufpassen muss. Die letzten zwei Rennen liefen bei mir extrem, extrem schlecht wegen Regen. Heute haben wir keinen, das ist schon mal ziemlich, ziemlich gut. Heute müssen wir wieder angreifen, auch aufpassen, wie es in der Tabelle ausschaut. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal ein bisschen drauf. Ne? Ja, Leute, wir schauen mal kurz auf die Tabelle drauf und da bin ich Gott sei Dank immer noch Platz 1, obwohl ich letztes Rennen ja ein paar Probleme hatte, beziehungsweise die letzten zwei Rennen, also Monaco und Aserbaidschan, da mit Regen, beides hat mich ziemlich gekillt, beide konnte ich nicht zu Ende fahren und ja, nichtsdestotrotz bin ich mit 150 Punkten trotzdem noch auf Platz 1 und auch in der Konstrukteur ist Mercedes noch knapp vorne und ja, Ferrari macht schon ziemlich Druck, vor allem jetzt heute auch in Kanada, da muss ich aufpassen, dass ich weit vorne bin, beziehungsweise auch vor Leclerc. Und vor allem natürlich auch dann Konstrukteur, dass wir da irgendwas reißen. Aber aktuell sieht es noch ganz gut aus. Die anderen beiden sind noch ein bisschen weiter unten, aber ja, das kriegen wir schon hin. Aber jetzt warte ich erstmal, jetzt gerade viel Verkehr. Oh, mein dritter Sektor ist richtig, richtig gut. Mein... Ja, Sektor 1 und Sektor 2 sind aber nicht gut. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig gefahren und ich bin wirklich richtig knapp nur hinter Valtteri. Also das heißt, man muss auch immer noch dazu sagen, dass es ja natürlich immer noch die realistische Bolidenleistung ist. Also ja, der Mercedes ist natürlich einfach schneller und dass ich sogar in Sektor 3 deswegen so unglaublich besser bin, ist schon fast erschreckend, weil da ja eigentlich die lange Kurve ist. Also ich muss wirklich... Ah, okay, jetzt kommen natürlich die anderen guten Zeiten jetzt... das von Valtteri war scheinbar nicht ganz so gut, weil Albon natürlich, also das ist natürlich jetzt nochmal fast so viel krasser. Aber ich gehe jetzt nochmal raus. Ich weiß, ich kann mich verbessern und hau da nochmal eine Sekunde raus, würde ich sagen. Oh Jan, ich glaube, du bist genau vor mir rausgekommen. Die Sekunde hau ich auf jeden Fall erstmal raus. Ja, mega Zeit. Bitte fahr mir nicht, Alter. 1:11:09. Was zur Hölle? Wie schlecht seid ihr denn bitte? Lol. Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur. Oh nice. So, also Mike, der Weg zur ersten Kurve ist sehr, sehr kurz, also... ich hoffe, dass die KI da uns nicht versucht, Harakiri-mäßig zu überholen, aber ich hoffe auch, dass wir uns gegenseitig schön. Dass du mein Auto nicht. Ja, das, ich, so, dein, ja, genau, Auto, oder? Ich verteidige nur meinen Platz 1. Also, nein, ich hoffe, ganz ehrlich, Jan. Wir Start unseren Fehler behoben kriegen, denn ich habe einen Fehler im Auto. Du hast einen Fehler. Also ganz ehrlich, Jan, du kannst jetzt sagen, was du willst. Ich fahre jetzt nicht unfair oder so. Also ich lasse schon immer genug Platz. Ah, in Aserbaidschan warst du da gerade schon. Also ja, hast bloß, die Autos mit dir schon kaputt gemacht. Ja, bloß, weil ich nicht mehr lenken konnte wegen dem scheiß Frontflügel. Aber sonst probiere ich schon immer genug Platz zu lassen. Also von daher... Er versucht es. Von daher... Fährst du so auch so schnell? Er bemühte sich stets. Wenn ich jetzt nie, wenn ich jetzt nicht stehen bleibe oder so, dann ist das, denke ich, total... Wieso gibt es eigentlich keine Bremslichter in der Formel 1? Das wäre mal praktisch. Dann würde ich auch nicht so viel so hinten drauf fahren. Genau. Auf welcher Linie startet ihr? Ich starte ja, links. Mike. Links. Mike ist richtig. Links. Ach scheiße, er startet vor mir. Ich möchte gerne auf Jans Seite starten. Ich wäre auch mit dem 8. Platz zufrieden. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Ich habe immer Angst, wenn er diesen Satz sagt. Ich habe wirklich Angst. ich habe in Formel 1 immer Angst. Jedes Mal habe ich Angst. Also er sagt es mir jetzt auch erst. Okay, viel Glück. Ja, wünsche ich euch auch Hilfe. So, Start ist gelungen. Noch haben wir keinen Platz
angeben müssen. Oh, da vorne Crash. Ich werde weggerannt. Ich werde. Ey, wenn ihr das im Video schon wieder seht, das ist so unfair. In meinem Video kann man es richtig sehen. Du wurdest der hat weggeschoben. Der hat mich einfach. Lebst du noch? Ich lebe noch. Ja. Safety Car. Ich lebe auch noch. Bin auf Platz 6, aber ich muss wieder an die Box. Ich hab ey, wirklich, ich habe langsam keine Lust mehr. Der hat mich einfach in die Wand gedrückt. Ich war wirklich vorne, der kommt von. Ja. Der hat ausgeholt, um auf die Ideallinie von seiner Position zu kommen. Und hat mich einfach in die Wand gedrückt. Ich hab's auch im Spiel gesehen. In meinem Video kann man das richtig gut sehen. Der ist richtig rübergerutscht. Und dich hat dich voll weggeschoben. Also bei mir kann man es nicht perfekt sehen, aber im Spiegel habe ich schon gesehen, dass du rechts warst und immer weiter rechts musstest und immer weiter und dann plötzlich war die einfach irgendwie am Drehen und weg und so. Also. Aber ich muss jetzt auch in die Box. Das Ding ist, ich würde euch raten, einfach auf Gelb zu gehen weil, oder auf Weiß oder so, weil ihr habt keinen großen Nachteil, weil der Boxenstopp wäre eh in den ersten 5-6 Runden gegangen. Also, du verlierst... Ich habe auf Weißes umgeschaltet. Du verlierst wirklich nicht viel. Du könntest Weiß-Gelb machen. Ja, du musst auf Kreis zweimal und da kannst du den Reifen umstellen. Micha, hast du denn auch einen Schaden am Auto? Oder? Ja, weil auch dadurch... Ich bin so traurig, also, ich bin so traurig, dass es dazu sagen war. Ich bin dann in ihn reingefahren. Das ist halt echt traurig, Alter. Über einen Punkt komme ich einfach in... Wir nähern uns dem Boxenstopp. In dieser Saison nicht. Mike fährt die schnellste Runde. Naja, ist ja klar. Wenn man jetzt von vorne wegfährt. Mike, warst du auch in der Box? Nee. Nee. Wir müssen alle noch gehen. Also es wart nur ihr zusammen mit Vettel. Ich bin jetzt gerade noch mal in der Box. Also ich habe echt komischen Reifenverschleiß. Finde ich echt strange. So, jetzt habe ich ein ganz freies Feld auf Platz 20. Jetzt kann ich Gas geben und zeigen, dass ich tatsächlich in Kanada schnell fahren kann. Bringen tut es mir aber überhaupt nichts. Wenn kein Safety Car kommt, dann bleibe ich Platz 20. Mike, fährt nochmal eine schnelle Runde. Ups. Gleicher Satz nochmal, Micha. Warum? Weiß nicht. Guckst du? Diese Runde, jetzt mach Druck! Neue Schnellste. Ja. Zwei Leute sind in der Box, Stroll und Verstappen. Ja, der normale Boxenstopp kommt jetzt in dieser Runde. Ah, okay. Also ich gehe jetzt. Also quasi, du bist ja eine hinter mir noch, aber... Und ich habe die Strecke so gemacht. Jetzt dieser scheiß Ja, die Strecke ist auch mega cool. Micha, auf was für Reifen bist du? Ich komme jetzt direkt bei neun Leuten wieder raus. Aber ich mein Frontflügel ist kaputt, das heißt, ich muss jetzt in die Box, dann werde ich wahrscheinlich von Weiß auch abweichen. Also ich komme jetzt, Micha. Ich bin halt auch sau weit vorne, sonst würdest du nicht überrundet werden. Du kannst deinen Benzin aber auf minus 1 fahren. Okay, ich muss auch an die Box. Ja, ich lass dich vorbei, Mike. Ich werde weggedreht. Alter, dieses Spiel. Ich war zwar langsam, aber der muss mir doch nicht deswegen hinten drauf fahren. Danke, danke, danke. Du kannst dein Benzin auf minus 1 fahren. Das heißt, du kannst, weil du fährst eine Runde weniger jetzt dadurch, dass ich dich überrundet habe. Ich muss erstmal ein bisschen Abstand auf dich gewinnen, weil ich habe keine Lust durch irgendeinen Fehler von mir. Ja, super. Reifen platzt. Lol. Da lag irgendein Teil. Könnte von mir gewesen sein. Jetzt kann ich wieder in der Box, weil mein Reifen platzt. Ist das traurig? Oh, du tust mir so leid, aber es ist total lustig gerade. Das Leute, ich bin ja vor dir gefahren. Mein Flügel liegt irgendwo auf der Geraden jetzt. Nice, danke dafür. Aber immerhin weiß ich Bescheid. Ich sag ja, ich werde in die Geschichtsbücher eingehen. Schlechtester. Das einzige Gute ist halt, dass ich nicht mehr an die Box gehen muss. Angeblich jetzt, also. Ne? Ja, ich auch nicht. Ja, mit Weiß geht's. Weiß geht. Ja. Das geht sogar schon. Also. Ich gönne dir jetzt übrigens gleich mal eine Strafe wegen blauer Flagge und so. Nee, mir? Nee, Jan. Also Grosjean gönne ich gleich auf jeden Fall eine. Bei dem bei mir schon die ganze Zeit blaue jetzt Flagge. Ich, ja, jetzt wird's bei mir, hat's da auch zumindest das die LED-Panels leuchten.
Ja. Aber der Mieke kommt, LED, LED. Nee, ich hab jetzt Grosjean überholt, ich brauch noch ein bisschen zu dir. Wie gesagt, du fährst ja auch nicht so schlecht, also. Kannst du nicht jetzt an die Box gehen? Ich weiß gar nicht, wann ich muss. Muss mal gucken. Eigentlich habe ich auch nicht so viel Bock, euch jetzt alle zu überwinden. Ah, 21. An und für sich hätte ich nichts dagegen, wenn du mich überrundest, aber das wird eh nicht so bleiben, weil du halt noch an die Box gehen musst. Ja, eben. Ne, 22 gehe ich erst. Also ich stresse dich jetzt erstmal und dann, dann gehe ich. Ja, du kannst ja langsam machen, ist ja nicht so schlimm, wenn du nicht an mir vorbeikommst. Du hast ja sowieso wahrscheinlich Ja, aber dann Abstand. Kriegst du ja blaue Flagge, oder nicht? Ja, deswegen ja Abstand halten, weil ich jetzt gerade tatsächlich... Russell. Ich hab's ja jetzt gerade tatsächlich angezeigt bekommen mit der blauen Flagge. Hast du schon? Deswegen musst du Abstand halten. Ja, habe ich gerade das erste Mal angezeigt bekommen. Ja, bei mir zeigst du noch nicht an, weil normal zeigst du ja bei mir das auch immer an. Ja, einmal ganz kurz hat's das angezeigt. Ja, dann lasse ich jetzt ein bisschen langsam. Aber du kannst ja durchfahren dann mit deinen Game-Reifen. Das Grosjean jetzt halt hinter mir, das nervt mich. Jetzt zwischen euch. Ja, kann ich dich ein bisschen beobachten. Ich hab einfach mal 46 Sekunden Rückstand auf dem Vordermann. Genau, du kannst aufpassen, dass ich hier keinen Scheiß mache. Ja, so wie du durch die Kurve fährst, kriegst du jetzt wieder blaue Flagge. Ja. Aber du kommst schon ein bisschen ran an die anderen. An wen soll ich rankommen? An denen vor dir, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wer vor mir ist und wie viele Sekunden, weil ich es nicht gucken kann, weil dann fahre ich in die Wand, wenn ich das gucke. Das sieht auf der Map sieht so aus, also ich sehe es ja, ich kann nicht auf die Map gucken, also es geht nicht, ich kann es nicht machen. Ja, ist okay. Wenn ich das mache, dann bin ich direkt in der Wand. Ich habe das ja einmal gemacht, das ist ja das einzige Mal, wo ich... Oh. Okay, ja, ich fahre vorbei. Okay, ich gehe an die Box. Okay, ach, scheiße. So, ein kleines Update. Wir sind Runde 16. Und sind fleißig am Überholen, aber nicht so wie jetzt hier. Weil ich muss danach auch den wegfahren, weil sonst kriege ich eine blaue Flagge. Oh, ich stehe. Achtung, Mike. Ja, wo? Bleib stehen, nicht fahren. Danke. Bitte. Liebe dich. McDonald's, hm? Okay, ich fahre jetzt an die Box. Und Micha hat mich wieder zurück überrundet. Ja, ich brauche aber schon wieder einen neuen Frontflügel. Ich hol dich gleich wieder ein. Es gibt eine Kurve, die kann ich nicht. Seh dich da hinten. Hallo, warum macht der automatisch ERS an? Ist das frech? Ich bin generell schlecht unterwegs. Das ist eigentlich bei mir aktuell alles top. Mike. Jawohl. Zieh. Wow, hier bremst, ich bin noch weit weg. Aber ja, ich zieh. Dankeschön. Ich lasse nicht jeden so nett vorbei. Ich weiß, du bist echt nett zu mir. Schon ein paar Mal jetzt gewesen. Ja, was soll ich dich da großartig aufhalten? Ja. Jan würde es machen. Hat er ja auch gemacht. Er so, überhol mich nicht. Ja, weil da hatte ich noch Ambitionen, nach vorne zu kommen. Oh, nice, neue Bestzeit. Ich glaube, ich hole mir auch nochmal rote Reifen am Ende, um einfach nochmal eine schnelle Runde zu fahren. Ah, du blöder Hurensohn, Alter. Hau ab. Und Micha ist so nett, einfach, du bist so ein Assi. Wieso? Ich will einfach... Willst du einfach mir den Punkt nehmen? Nein, oder? Nein. Wahrscheinlich nicht. Für was sollte man dann noch eine Schnelle wollen, wenn man auf 20 ist, Alter? 9. Ich bin mal nicht auf 20, ich bin auf 18. Ja, dann schon, wenn du nochmal an die Box gehst. Dass du überhaupt noch mitzählen kannst. Also ich glaube, ich werde dann das 6. Mal oder das 7. Mal, aber ich glaube das 6. Aber wenn ich jetzt keinen Unfall mehr baue, fahre ich durch. Wow. Soll ich dich eigentlich gleich nochmal überrunden, Micha? Auf welche Reifen hast du jetzt gewechselt, Micha? Gelb. Grün. 10 Runden aber auf gelb, das geht. Benutzte gelbe, ne? Du hattest ja jetzt schon mal alles. Aber ich weiß nicht, ob ich gelb schon hatte. Ich hatte zweimal rot, ne, dreimal rot. Dreimal. Stimmt, Flügel kaputt. Alter. Auf was gehst du jetzt? Ich nehme mal diesmal blau. Also ich finde grün auch eine schöne Farbe. Ja,
Blau, blau, blau blüht der Enzian. Oh, du hast eine blaue Flagge übrigens. Jan, bitte verpiss dich. Mach keinen Hackback jetzt. Dankeschön. So lieb. Plötzlich, ja, bin ich auch. Plötzlich doch. Was heißt das denn? Ich bin immer lieb. Aber ich trainiere einfach nur meine Boxencrew. Ich wollte gerade sagen, deine Boxencrew, die müsste eigentlich hier nochmal eine Belohnung bekommen heute. Die werden Runde 26, wir haben freie Fahrt voraus. 26! Ich bin. Und da bin ich raus! Ja! Tschüss! Lol. Bitte kein Safety. Mike, in welcher Runde bist du denn gerade? Nein! Ihr schaut bei Jan und Mike vorbei. Oh, wieso kein echtes? Oh, Micha. Ich verabschiede mich es von dir. Es ist doch ein echtes. Das war überhaupt nicht mein Rennen. Zehnmal an der Box, das ist kein echtes. Neuer Rekord. Ah, das ist ein echtes! Verdammte Scheiße! Oh mein Gott, jetzt ist alles drin! Tschüss, euer Micha, bis dann! Scheiße! Bye, bye. Tschüss! Yes! Wieso, Micha, machst du noch ein bisschen früher? Micha, das finde ich echt nicht nett gerade. Oh mein Gott, Leute, jetzt wird's aber. Oh mein Gott, ich gehe jetzt an die Leute, Box. Leute, Micha ist rausgeflogen, jetzt gibt's ein Safety Car. Ich hole mir auch rote Reifen. Das ist eine gute Idee. Ich muss halt dreimal. Nee, warum soll ich mir rote Reifen holen? Überrunden. Mike, hol jetzt rote Reifen. Ja, okay. Oh, ist das Leclerc hinter dir? Ich hab 45 Sekunden Abstand, die ich alle verliere. Verfickt. Und ich konnte nie schnell fahren, deswegen. Digga! Er hat. Ja, er hat mir angezeigt, dass ich die Position zurückgeben soll. Unerlaubtes Überholen. Weil ich aus der Box rausgefahren bin. Was ist das denn für ein Dreck? So, jetzt hole ich mal die Safety. Und jetzt soll ich ihn überholen. Alter, ihr seid so hässlich. Dieses Spiel ist so dumm. Okay, Kamera gerade neu gestartet. Und ja, ich verliere natürlich jetzt meinen ganzen Abstand. Ich habe aber immerhin auf Rot gewechselt. Was mir halt den Vorteil bringt, dass ich bessere Reifen habe als die hinter mir. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Sprit spare und so. Das Safety Car wird auch noch relativ lang bleiben. Vielleicht dürfen die hinter mir, also Leclerc und so, gar nicht hinter mich fahren, sondern die bleiben vielleicht ein bisschen ein paar Plätze noch weiter hinten und so. Ja, die überholen ja nicht. Ja, ja, eben. Also vielleicht ist es dann. Ich schau mal, wo Leclerc ist. Ich sehe dich, Mike. Aber es ist halt schon. Okay, also ich darf, frech. Wie gesagt, ich darf Giovinazzi nicht überholen. Ich sehe dich, Alter. Guck mal, wo du rumfährst. Das ist so lustig. Ja, weil ich vorbeifahren wollte. Ich hab's probiert, aber. Oh, Jan fährt seinen Frontflügel ab an Giovinazzi. Geil. Ist so doof. Also Leclerc überholt Jan nicht. Sei denn, Jan geht an die Box. Was er wahrscheinlich an die muss. Box. Also, dann ist er hinter dem 16. Mike. Ja, ist egal, die zwei Plätze. Hast genug Abstand. Da kommt er so schnell nicht vorbei. Digga, was hast du? Jan, der drängelt sich gerade einfach so vorbei. Alter, vor allem am Safety Car. Und wie knapp das war, das Safety Car ist. Ah! Digga. Okay, die KI hat dann einfach übernommen und ich durfte nicht in die Box fahren. Das Safety Car rammt dich. Alter. Alter, hier liegen Teile. Dieses Spiel ist so dumm. Hier liegen Teile. Das Spiel ist richtig dumm. Ich habe eine Strafe bekommen, 3 Sekunden. Ja, und Leclerc fährt auch noch drüber. Und die KI hat mich übernommen und ist die Kurve gefahren. Ich durfte nicht an die Box. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10. Na gut, mir war eh alles egal, sonst hätte ich das natürlich nicht gemacht. Ja, ich bin raus. Alter, wie der Safety Car in dich reinbrettert und dann Teile da rumliegen. Wie frech. Das Spiel, also mit der KI, also. Ich hatte halt wieder keinen Bock, so ähnlich wie Niederlande war es eigentlich, ja doch. Also, es war ähnlich schlimm heute wieder. Also, weil einfach, also. Ey, es nervt. Wirklich, die KI nervt. Weiß nicht. Ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist trotzdem unterhaltsam und lustig für euch, ja. Darauf kommt es ja immerhin an. Und ich bedanke mich. Leute, haut rein. Ciao. 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 Leclerc ist 3 Autos hinter dir. Wie viel? 3. Drei. Es sind noch 2 zwischen euch. Magnus und Giovinazzi. Ja, ich sehe es gerade. Das hätte ich auch vorher sagen können. Ja, also mit roten Reifen und jetzt ein bisschen Sprit und so, das
Okay, könnte das schon klappen. Kommt in dieser Runde rein. Also Safety Car verpiss sich. Also das war jetzt gerade schon wieder, also weiß nicht, frecher geht's nicht. Giovanazzi fährt einfach über die Wiese. Giovanazzi überholt einfach Magnussen, ne, jetzt nicht. Jetzt ist nur noch Magnussen zwischen dir und Vettel. Ja, aber ich habe den Restart extra so gemacht. Alter, hier liegen 100 Teile! Was ist das für eine freche Scheiße? Siehst du das? Ja, meine Teile sind da. Alter, wie viel liegt denn da? Von Leclerc. Alles, mein ganzes Auto liegt da. Was ist denn das? Alter, wenn jetzt mein Reifen geplatzt wäre, oder immer noch, wenn das jetzt passiert, ne, ich... Leclerc ist direkt hinter dir. Ich flipp komplett aus, ohne Spaß. Also das wäre ja lächerlich as fuck. Nee. 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 Digga. Was ein scheiß Prank? Na, mir lagen da jetzt keine Teile mehr. Doch. Und vor allem Leclerc fährt da einfach drüber, ich trau mich nicht. Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Ja, die KI darf bald den Motor runter. Ich trau mich einfach nicht. Also ich werde da jetzt Zeit verlieren, aber ich fahr da nicht drüber. Weil am Ende mache ich mir alles kaputt dadurch. Ja, du gewinnst ja eh. Ja, nicht wenn ich da drüber rausche. Und sein Reifen platzt nicht mehr. Warum kann Leclercs Reifen nicht platzen? Das ist so ein Hurensohn, ganz ehrlich. Ich hasse den. Achso, ich kann Jan schon mal... Ich schick dir das mal. Was, die fertige Folge? Hast du schon geschnitten? Ja. Nee, jetzt bin ich ja ziemlich lang gefahren. Wir haben nur noch Benzin. Nee, aber es ist halt den Unfall am Anfang. So, jetzt bin ich gespannt. Die liegen wahrscheinlich immer noch da. Dachte, ich kann jetzt nochmal eine Hotlap oder so fahren, aber danke dafür. Ja, die liegen einfach immer noch da. So, Leute. Wir gucken jetzt mal, dass wir hier die letzte Kurve den Reifen nicht kaputt fahren. Hier liegen immer noch Teile von Jan. Haben wir ja gerade schon gesehen. Nichtsdestotrotz sieht das ganz gut aus. Und wir sollten hier das Rennen auf jeden Fall gewonnen haben. Ist auch mal wieder Pflicht. Schade natürlich, dass Leclerc jetzt hinter mir ist. Aber es ist unbedingt mal wieder Pflicht nach zwei Regenrennen, die beide nicht zu Ende gefahren werden konnten. Oh, Gasly ist Fahrer des Tages, dein Teamkollege. Ja, also bin ich auf jeden Fall absolut zufrieden mit, natürlich, kann man nichts sagen, und die anderen beiden tun mir schon ziemlich, ziemlich leid, weil da ist ganz, ganz viel Action passiert. Also wenn ihr die Videos von denen noch nicht gesehen habt, unbedingt da vorbeischauen, weil echt, also was da passiert ist, ist absolut krank. Ich bin natürlich immer noch super zufrieden hier bei Mercedes, bei meinem Team, super Ergebnisse, ja, zu fahren einfach. Ich habe jetzt wieder 26 Punkte mir gegönnt. Und schön nochmal ein bisschen von Leclerc Abstand gewonnen, was sehr, sehr wichtig ist. Ich weiß gar nicht, wo Bottas ist. Können wir mal kurz draufschauen. Und ansonsten bin ich, wie gesagt, super zufrieden. Platz 4 ist Bottas. Also ja, wir sind schon in Ordnung. Vettel hat nicht mal Punkte bekommen. Immerhin das. Das freut mich schon. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.